Bataillon! Stinkt schon! Der Führer! Unser Führer, Adolf Hitler, ist tot. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Neue Haftbefehle, Herr Major, für Stauffenberg und Goebbels. Verhaften wir Sie beide? Ich möchte nicht feststellen müssen, dass ich ausgenutzt wurde. Glauben Sie wirklich an einen Putsch? Da bin ich mir sicher. Die Frage ist, auf welcher Seite wir stehen. Kommen Sie mit. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Bereit, stellen Sie durch. Herr Minister Goebbels. Was kann ich für Sie tun, Herr Major? Mein Bataillon hat Befehl, das Ministerium abzuriegeln und Sie unter Arrest zu stellen. Sind Sie überzeugter Nationalsozialist, Herr Major? Jawohl. Major Rehmer? Hallo? Erkennen Sie meine Stimme? Herr Mitfahr. Dann hören Sie mir jetzt genau zu. Ich wünsche, dass diese Verräter lebend gefasst werden. Ja, mein Führer. Sie haben es gehört. Der Führer wünscht die Verräter lebend. Jawohl. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit.
Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und da ein ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor, bitte. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen.